Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Sorry für das abrupte Ende gestern. Danke für das Tutorial. Ich vielleicht mal früher. Geht das mit der Kamera nochmal? Ah. Okay. Who's there? Ich geh einfach mal wieder zurück. Aber der kommt nicht bis dahin. Ich bin halt einfach ein Schisser. Das habe ich ja schon angekündigt. Und ich sag's gleich, am besten nicht mit Kopfhörern hören. Wir haben es gestern nochmal angeschaut. Ist es eigentlich... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Es ist ganz schön... laut. So, jetzt kann ich hier aber nicht... Kann ich zoomen? Ich kann jetzt leider nicht erkennen, ob ich die Pumpe schon angeschaltet habe. Habe ich ja eigentlich, aber... Habe ich? Okay. Ja, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht da reingehen. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Hm? Ja, ich sollte vielleicht erstmal hochkommen. Okay. Ich stehe hier ganz schön prominent. Das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Da kam der her, gell? Ach so, ja. Ich muss nochmal machen. Sobald ich diese Treppe hier hochkomme. Danke. Schön. Liegt die Batterie dann wieder da? Das wäre natürlich ein nettes Feature. Nee. Rechts? Okay, das beruhigt mich jetzt schon mal. Gut. Ja, also Plan ist folgender. Ich mache jetzt diese Pumpe an und dann gehe ich unter das Bett. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich renne nicht rüber, das träume ich nicht. So. Mit aller Seelenruhe suchen wir das Bett. Wo ist denn das Bett? Oh, kleiner Schock am Rande. Der schlägt jetzt da drüben die Tür ein. Das heißt, sie hat es vielleicht doch noch rausgeschafft. Das war wahrscheinlich gar nicht mal so sinnvoll. Aber letztes Mal hat er mich auch nicht entdeckt, also. Also ich schaue da jetzt. Oder schaue ich mal hin? Okay, der sieht jetzt, die Pumpe ist an. Du findest mich jetzt nicht, oder? Nee, der findet mich nicht. Oh Gott. Das hat mich letztes Mal schon gestresst. Okay, der geht jetzt im Kreis, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, ich kriege mal raus. Hm? Was soll ich machen? Nicht zu schnell, ja klar. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, wo muss ich jetzt hin? Okay. Da hoch. Scheiße. Mach ich doch. Wo kann ich mich verstecken? Oh Gott. Kommt jetzt überhaupt hier hin? Es waren drei Schränke da, oder? Oder meine Finger zittern so. Ich hoffe, das hört man nicht, weil die voll auf der Tastatur rumklackern. Wieder ein Geist, ja. Gute Idee. Das bin ich. Soll ich jetzt schon mal reload? Wäre gut, oder? Liegt da eine Batterie? Ich will die eigentlich nicht so verschwenden. Ich hatte ja noch ein bisschen. Irgendwo am Eingang. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Okay, hier ist man nicht. Ist eigentlich ganz gut, dass der mich nicht reden hört. Das wäre ja mal was. Okay, da hinten ist er. Oh. Ups, das war jetzt ganz schön kühn. Wo muss ich hin? Uah, Hilfe, Hilfe! Okay. Also die Pumpen sind an. Das heißt, ich muss jetzt nur noch zum Hauptschalter. Unfallfrei am besten. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. So. Ich will da keinen langweilen, deswegen gehe ich jetzt mal zurück. Aber der folgt mir nicht bis dahin, oder? Üben wir das mit dem Spiel nochmal. Hm? Was denn? Bis hierhin? Ah ja.
okay. Das Dokument. Ich dachte, ich stecke das ein. Habe ich sowas wie einen Rucksack oder so? Spähe ich mal. Weil ich das so gut kann. Ja, war nicht so schlecht. Ups. Oh Gott, ich hoffe, es wird kein schlecht beim Zuschauen. So, wie kann ich jetzt hier spähen? Das ist immer der Struggle. Okay, da ist der ich muss eigentlich nur zum Hauptschalter und dann schnell zurückrennen, oder? Wieso muss ich links rein? Der Hauptschalter ist doch da. Also für alle, die sich wieder wundern, ich habe keine Stimme im Kopf, immer noch nicht. Ich krieg nur gerade Tipps. So nebenbei. Also was muss ich jetzt machen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Aber ich habe den Hebel schon betätigt. Ich habe die Pumpe schon angemacht. Ich muss jetzt doch nur da drücken, oder? Ach, ich dachte, das ist der Generator. Ach so, okay, wo ist denn der jetzt? Hello, my friend, wo bist du? Go, go, nein, ich go, go nicht. Also ich muss mir erst da hochkommen, das ist die Voraussetzung. Dahin? Ja, da ist er ja. Hilfe, Hilfe. Tschüss. War schön. Mir nicht gesehen, oder? Jetzt trotzdem mal dahin, falls er vorbeiläuft. Okay, ich gehe mal in die Hocke, weil ich das so gut kann. Ha, da sieht er mich doch Shotgun nicht, oder? Ich spende halt nur dezent Batterie. Nee, ich schaue jetzt da nicht hoch. Vielleicht stehe ich jetzt genauer auf, wenn er guckt, oder? YOLO. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Ich muss erst hochkommen. Ach, come on. Ja, ich muss aber erst überlegen, wie Rennen geht. Pumpenraum? Ist das der Pumpenraum, oder? Oh, eine Batterie. Nice. Nimm sie halt. Okay. Aber wo muss ich jetzt genau hin? Sicher? Spähen? Kann ich nicht. Gut, geh mal rechts. Hä? Da komme ich doch her. Okay, jetzt verstecke ich mich im Schrank. Erstmal nehme ich die Batterie. Ich mache die Pumpe an und dann gehe ich in den Schrank, oder? Wo ist denn der Schrank? Ist mal so eine ganz ins Unreine gefragt. Ah ja. Rechts, links? Nehme ich den. Wann war ich im mittleren? Okay, schaue ich mal. Kommt der überhaupt? Komm raus. Also die Nachtsicht. Also nochmal kurz zur Erklärung. Mein Freund ist gerade dabei und der kennt das Spiel. Beziehungsweise weiß, wie man so Steuerung macht und so. Deswegen sagt er mir auch immer, was ich machen muss. Weil sonst wäre ich komplett aufgeschmissen. Ich komme ja schon nicht diesen Vorsprung da hoch, diesen Mauervorsprung. Ah, jetzt ist er da, okay. Jetzt muss ich mich bereit machen, vielleicht guckt er in den Schrank. Ich will es natürlich nicht hoffen. Oh, ich wette, er guckt in den Schrank. Okay, und jetzt rennen wir gleich. Achtung Leute, gleich schrei ich. Nee, er guckt in den anderen Schrank. Oder guckt in beide, das kann natürlich auch sein. Nee. Das finde ich natürlich super toll. Vor allem, dass sie mir schon anbieten, dass ich drücke, linke Maustaste zu verlassen. Als ob ich den jetzt verlassen würde. Ist der jetzt weg? Geht's mal raus, oder? Wo ist denn die Tür? Ach, hier. Wo ist denn der Hauptschalter nochmal? Ach ja, das war der in der Mitte. Hilfe, 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 Hilfe! Lauf doch, Mensch! Du, jetzt gehe ich mal in den linken Schrank, weil es so schön war. Geh rein! Oh! Ich glaube, es war zu spät, oder? Hat er mich gesehen? Der hat mich nicht gesehen. Licht aus. Aber wenn er kommt, dann habe ich kein Licht. Ich habe schon vorher nicht gleich gefunden. Jetzt guckt er in den anderen Schrank. Oh mein Gott, ich Genius. Haha. Gut, dass ich in den anderen gegangen bin. Ja, wieder ein Geist. Ha. Ella Batch. Oh. So. Hinterher, klar, ich renne mir jetzt hinterher. Oh, ich weiß immer nicht. Ich verliere mal so schnell die Orientierung. Das ist unglaublich. So, jetzt müssen wir halt spähen können. Wieder nicht. Cool. Nee, so geht es.
Okay, das wird hier nichts. Okay, ich reloade mal. Wahrscheinlich kommt er genau jetzt. Ach, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich bin davor schon fast in ihn reingelaufen. Oh, links. Ah! Oh, wo, Hilfe, lauf doch, Junge, lauf, lauf, lauf! Oh mein Gott, wo ist es? Hilfe! Scheiße! Wo kann ich mich verstecken? Hilfe! Nein! Ja, lauf doch! Lauf doch! Ja. Wohin? Ja, jetzt bin ich natürlich gerade falsch gelaufen. Scheiße, Sackgasse, ja. Fuck my life. Okay, jetzt gehe ich wieder in den rechten. Nee, ich gehe. Komm, Geralt rein, du Dummer! Oh. Der findet mich doch sicher jetzt hier. Als ob der mich nicht gesehen hat. Guckt er wieder in den anderen Schrank? Mensch, habe ich ein Glück. Oder guckt denn beide diesmal? Hier war keine Mietzekatze. Okay. So. So. Versuch Nummer 3. Und weil ich nicht spähen kann, gehe ich jetzt. Ah, warte. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich möchte es nur mal kurz anmerken, dass ich es geschafft habe. Aber wenn ich jetzt nach links gehe, der steht doch da. Ich meine, das ist ja nicht blöd. Ich müsste halt jetzt spähen können. Nee, so nicht. Steht der da? Ja. Ah, da vorne steht er. Ich muss jetzt endlich vorbeikommen. Wo ist er denn? Ich sehe nicht, wo er ist. Ja, ich kann nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Lauf doch! Wo ist Musik hin? Spring! Oh. Ja. Okay. Ich geh jetzt mal ganz schnell hier raus, weil ich vielleicht die Türen nicht zu. Oh. Okay. Das war jetzt heftig. Aber das Licht ist wieder an. Ist doch schön, oder? Wo sehe ich denn mein Ziel? Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Alles klar. Ich weiß auch, wo das ist, aber ich möchte trotzdem noch schnell was ausprobieren. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich kann nämlich hier drauf drücken. Das ist immer so ein nettes Feature. Genau. Danke. Jetzt gehe ich zum Sicherheitsterminal. Und ich laufe, wenn ich es kann. Ne, hier ist das Klo. Aber was passiert jetzt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also hier sind auf jeden Fall Schränke. Jetzt kann ich irgendwas machen. Kommt jetzt der Fette wieder? Jetzt hab ich gar keine Lust drauf. I'm sorry, my Vater son. Martin. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Das ist das Teiggesicht. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Also, ich muss ein paar Dinge erledigen. Okay. Ich bin dann in einer Gummizelle offenbar. Rest in peace. He did not kill his enemies. Ja. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer.
Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ist ein richtiger Sympathieträger. Dieser Wernicke. Hi. Okay, aber er hat mich rausgelassen. Danke, mein Freund. Ich muss hier nur noch rauskommen. Ah ja. Kann ich da runterspringen? Bitte. Okay. Der kommt da nicht raus, oder? Ja, okay. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich jetzt von irgendwas gejagt werde, aber ein paar Mal werde ich erschreckt werden wahrscheinlich. Also hier kam ich hier. Oh. Warum habe ich die Kamera abgesetzt? Okay. Okay. Hallo? Was ist das denn? Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. Okay, passt. And when we kill him, we kill him slow. Ich hab deswegen keine Angst gehabt vor denen, weil die ja eingesperrt waren. Und die Leute hier tun mir auch nichts. Sag ich jetzt mal. Ich muss jede Tür mal ausprobieren. Okay, hallo? Nein, aber dein Kopf ist noch ganz unversehrt. Der schaut noch am gesündesten aus hier. Eigentlich. Okay. Hier geht's raus, aber das spare ich mir noch auf. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen zu entdecken. Wenn ich die Tür aufkriege. Wow, okay, ja gut. Gut, dass die Tür nicht aufgeht. Das war jetzt... Oder schlägt ihr die jetzt auf? Wäre ich doch von irgendwas gejagt? Okay. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal wieder. War ganz schön hier, aber ich habe jetzt doch ein bisschen Angst vor dem. Sorry. Ja, okay. Hey, wo war das jetzt? Das ist jetzt auch einer in der Ecke, alles klar. Schreit doch danach, dass man da rausgeht. Jetzt muss ich nur da hochkommen irgendwie. Ah, hier geht's weiter. Und ich sollte auch mal die Batterien wieder aufladen. Ich muss halt dafür auch welche finden, das wäre natürlich... Ah, oh, nicht schlecht. Seidig. Ja, ach so. What the fuck is the matter with you? Ja. You weren't invited to this, you goddamn sicko! Ich glaube, die Kranken sind eher die hier. Ach, da geht's weiter. Hilfe? Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich werde gleich von irgendwas gejagt. Gut, dass das zu ist. Meine Reaktionszeit war jetzt nämlich langsam. Got a noise. Provide the way. Follow the blood. Okay, das ist mal ein konkreter Vorschlag. Zum Ausgang, ja, das ist natürlich optimistisch. Ah, speichert. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Aber hier ist eine Batterie. Wo ist das?
noch. Magst du wieder aufstehen? Danke. So. Hier kann ich nicht hin. Wollte ich auch gar nicht, wenn ich es mir so genau anschaue. Ah ja, ja gut, das ist eindeutig, dieser Pfeil. Mhm. Hi. Was steht denn? Down the drain. Ach, wir haben eine Notiz gemacht vorhin, kann das sein? Ja. Nekromantie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört ihr zu den weniger schrecklichen Dingen. Ah, das war wahrscheinlich bezogen auf den, der den Toten, ja, bearbeitet hat, sag ich jetzt mal. Okay, gibt's hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ah, eine Notiz. Nein, eine Akte. Vater Martin, Fingermaler. Okay, also es handelt sich hier um eine E-Mail. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Achim baut. Helen. Oder Helene. Entschuldigung. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Achim baut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, aber Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ich kenne Wolfram irgendwie eher als chemisches Element, aber ich habe Chemie eh nicht gemacht. Okay. Ich habe eigentlich gar keine Lust, darunter zu gehen. Oh, ich weiß, was kommt. Glaube ich. Also hier kann ich auf jeden Fall nicht hin. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ja, danke für den Tipp. Ich glaube, das ist ein geeigneter Zeitpunkt, um mal eine Pause zu machen, oder? Ja. Nee. Ich glaube, mit Springen werde ich nicht. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Whoops. Ja, geh mal rein. Ich weiß zwar nicht, wer da jetzt geflüstert hat und von wo das kam. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt verfolgt werde. Dann geh ich mal raus, okay. Vielleicht gibt es hier Batterien. Das ist so ein Ort, wo es Batterien gibt. Vielleicht. Machen wir die Tür zu, und zwar langsam. Ach, mach halt die Tür zu. Nein! Ich will halt einfach, dass er die Tür langsam zumacht. Das ist nicht so... Hä? Da ist ja einer. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, gut. Und hier ist auch eine Zelle, alles klar. Hier kann ich mich verstecken zur Not. Aber ich denke, das mache ich nächstes Mal dann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, eure Ohren haben überlebt und bis zum nächsten Mal. Ciao.